Rüsten Sie Milizen oder Freiheitskämpfer stets auf legale Weise mit Waffen aus? Das geschieht immer durch die US-Regierung, ob verdeckt durch unsere Geheimdienste oder offen über das Verteidigungsministerium. There is no United Nations. There is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world, and that's the United States. When the United States leads, the United Nations will follow. When it suits our interest to do so, we will lead. When it does not suit our interest to do so, we will not. Ich weiß, dass bei Georgien amerikanisches Geld auch von sogenannten Non-Governmental Organizations eine Rolle gespielt haben, um die Revolutionen dort und da zu unterstützen und zu einem Erfolg zu bringen. Präsident Saakaschwili dankt seinem großen Verbündeten George Bush mit fast schon bedingungsloser Gefolgschaft. In den Wochen nach der Rosenrevolution hat kein Land mehr zu uns gehalten als die Vereinigten Staaten. Für diese Unterstützung werden wir immer dankbar sein. Geradezu väterlich weist Bush seinem Zögling Saakaschwili den Weg in das westliche Militärbündnis. Präsident Saakaschwili will seine Hausaufgaben machen, um schnell in die NATO zu kommen. Und wir werden ihm gern dabei helfen. Georgien wird, wenn es das will, Mitglied der NATO werden. Georgien hat den Krieg begonnen, trotzdem jetzt das Bündnisangebot des Westens. Für Russland eine ungeheure Provokation nach den Jahren des Friedens. Und seitdem, muss man sagen, zählt Georgien mehr und mehr zu einem Vasall der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA versuchen in dieser hochsensiblen Region natürlich geopolitische Interessen durchzuführen. Ich weiß nicht, wie wichtig Ihnen eigentlich die Demokratie in Georgien ist. Wichtig für Sie ist, dass Georgien alternative Transitwege für Öl und Gas in Umgehung Russlands bietet. Da sah man auch gerne darüber hinweg, dass sich Georgien unter Saakaschwili eben nicht gerade demokratisch entwickelte. November 2007. Zehntausende gehen auf die Straße, um gegen Korruption zu demonstrieren. Brutal schlugen Saakaschwilis Sicherheitskräfte den Protest nieder. Und dennoch hat der Westen diesen Mann und Georgien massiv aufgerüstet. Nicht nur die Amerikaner, auch Deutschland hat Georgien seit Jahren militärisch unterstützt. Etwa mit diesem Minenjagdboot, ein Geschenk der Bundeswehr. Auch medizinische Ausrüstung gab es kostenlos für die georgische Armee. Und im November 2006 unterzeichnen beide Staaten ein Kooperationsabkommen. Seitdem schickt die Bundeswehr regelmäßig Ausbilder in den Kaukasus. Selbst wenige Wochen vor dem Krieg ein Besuch der Bundeswehr bei den georgischen Einheiten. Man hätte, denke ich, in Deutschland früh genug sehen sollen, dass man mit Saakaschwili eben in der Tat einen sehr schwierigen Partner in Georgien vorgefunden hatte, der Konflikte mit Gewalt lösen wollte. Aus übergeordneter Interessensicht Europas kann uns nicht daran gelegen sein, dass wir die Amerikaner bei einer nationalen Politik für Zentralasien unterstützen und gleichzeitig das ökonomische und politische Schicksal Europas dem hintanstellen. The Honorable Mr. John Bolton, Undersecretary for the Arms Control and International Security. Of the United States of America. Die USA. Als die ersten Texte über Rüstungskontrolle der UN-Generalversammlung unterbreitet wurden, stemmte sich John Bolton vehement gegen die Pläne der internationalen Gemeinschaft. Excellencies and distinguished colleagues, it is my honor and privilege to present the United States views at this United Nations Conference on the illicit trade in small arms and light weapons. We do not support the promotion of international advocacy activity by international or non-governmental organizations. We do not support measures that would constrain legal trade and legal manufacturing of small arms. We do not support measures that prohibit civilian possession of small arms. We do not support measures limiting trade in small arms and light weapons solely to... Thank you very much.
Doch wer ist John Bolton? Der 2005 von US-Präsident Bush ernannte UN-Botschafter hat die Aufgabe, sämtliche multilateralen Verträge zu torpedieren, vor allem den geplanten Vertrag über den Waffenhandel. Das Recht der Amerikaner, im eigenen Land Waffen zu tragen, soll also der Hauptgrund für die Ablehnung sein? In einem 2007 erschienenen Buch führt Bolton noch ein weiteres Argument an. Darin erklärt er, dass die USA überall auf der Welt bewaffnete Banden mit Waffen ausrüsten dürfen müssen. Diese US-Politik der Stellvertreterkriege ist eine Konstante seit 30 Jahren. Aus Propagandagründen ist natürlich nicht von bewaffneten Banden, sondern von Freiheitskämpfern die Rede. Rüsten Sie Milizen oder Freiheitskämpfer stets auf legale Weise mit Waffen aus? Das geschieht immer durch die US-Regierung, ob verdeckt durch unsere Geheimdienste oder offen über das Verteidigungsministerium. Deshalb sage ich ja, unser Problem ist unsere Transparenz. Es ist schwierig, heimlich vorzugehen, selbst wenn wir das wollten. Die USA wurden vom Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen verurteilt wegen illegaler Bewaffnung einer rechtsextremistischen Gruppierung, die die gewählte Regierung Nicaraguas destabilisierte und 20.000 Zivilisten umbrachte. Sie nennen das Beispiel der Contras in Nicaragua, die von der internationalen Gemeinschaft nicht als Freiheitskämpfer, sondern als Terroristen eingestuft wurden, weil sie versuchten... Die USA stuften sie nicht als Terroristen ein. Wir haben die Contras mit Waffen ausgerüstet. Der Rest der Welt aber schon. Das ist deren Sache. Die USA treffen ihre eigenen Entscheidungen. Letztendlich liegt die Entscheidung darüber, wer Freiheitskämpfer, Milizionär oder Terrorist ist, also bei Ihnen? Den USA? Unsere Position ist, dass das private Recht auf Waffenbesitz in den USA geschützt wird und auch woanders geschützt werden sollte. Wenn ein Staat in Europa den Privatbesitz von Feuerwaffen strafbar machen will, ist das dessen souveränes Recht. Doch es ist unser souveränes Recht, so etwas in den USA nicht zuzulassen. Im Jahr 1994, in dem Bolton seine Vision der UN in aller Deutlichkeit darlegt. There is no United Nations. There is an international community that occasionally can be led by the only real power left in the world, and that's the United States. When the United States leads, the United Nations will follow. When it suits our interest to do so, we will lead. When it does not suit our interest to do so, we will not. Wenigstens ist Bolton freimütig und spielt mit offenen Karten. 2007 ist er Ehrengast beim Jahreskongress der amerikanischen Waffenlobbyisten, der National Rifle Association.